Die edlen Menschen von Stormwind sind ein stolzes, zähes Volk. Zwar dezimierte die dämonische Invasion der brennenden Legion das Schwesterkönigreich Lordaeron, doch die Verteidiger Stormwinds haben ein Auge auf alle, die ihrem Land schaden könnten. Die Stadt Stormwind, im Vorgebirge des Elwynwaldes gelegen, ist eine der letzten Bastionen der Menschen auf der Welt. Unter der Herrschaft des Kindkönigs Anduin Wrenn ist das Volk von Stormwind der großen Allianz treu ergeben. Mit Unterstützung ihrer Verbündeten wurden die Armeen von Stormwind abberufen, um auf fernen Schlachtfeldern gegen die wilde Horde zu kämpfen. In Abwesenheit der Armee obliegt die Verteidigung Stormwinds ihren stolzen Bewohnern. Ihr müsst das Königreich gegen die elenden Bastarde verteidigen, die es bedrängen, und die subversiven Verräter jagen, die es von innen zerstören wollen. Die Zeit für Helden ist gekommen. Das größte Kapitel der Menschheitsgeschichte kann beginnen.